Wasser wird in verschiedenen Regionen Europas immer knapper, etwa im Süden Spaniens, aber auch in Deutschland. Aus Angst vor schwindenden Wasserreserven versuchen Unternehmen wie Aldi oder Red Bull, sich den Zugang zu Wasser vom Staat jetzt garantieren zu lassen. Andere könnten dann in die Röhre schauen. Das fürchten zumindest die Unterzeichner einer Petition des Kampagnennetzwerks Kampakt. Und ob so eine Wassergarantie Aussicht auf Erfolg hat, darüber reden wir jetzt mit einer Expertin. Zugeschaltet ist uns jetzt Marielle Evers von der Universität Bonn. Sie ist dort Professorin für Geografie mit Schwerpunkt Ökohydrologie und Wasserressourcenmanagement. Und seit 2021 ist sie auch Lehrstuhlinhaberin des UNESCO Chair in Human Water Systems. Frau Evers, bleiben wir mal bei Red Bull und Aldi, die versuchen, sich Zugang zum Trinkwasser garantieren zu lassen in einem Land, wo Wasser bis jetzt in wirklich guter Qualität aus dem Hahn sprudelt, so viel ich will. Braucht man da so einen garantierten Zugang überhaupt? Das ist in der Tat eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, dass sich Handelskonzerne auch selber jetzt um Mineralwasserbrunnen kümmern und die und das Wasser selber fördern wollen. Also das als erstes müssen wir halt erstmal feststellen, dass Wasser ein öffentliches Gut ist und für alle Wasserentnahmen in Deutschland auch eine Genehmigung erteilt werden muss und damit kann auch ein Konzern nicht sagen, so das ist jetzt mein Wasser, sondern es gibt halt Regeln und das ist normalerweise auf kommunaler Ebene geregelt, wie viel Wasser entnommen werden kann und darf. Und das gilt jetzt für ein Unternehmen, sei es jetzt Aldi, sei es jetzt Coca-Cola, aber auch für die Wasserversorger, Unternehmen dann, sei es jetzt kommunale oder halt auch nicht kommunale. Und wie gesagt, es gibt natürlich Genehmigungsverfahren dafür. Inwiefern dann tatsächlich die Genehmigung erteilt wird, das heißt in welcher Menge und auch für welchen Zeitraum, das obliegt dann der Genehmigungsbehörde. Das heißt, Aldi kann jetzt gar nicht sagen, so ich möchte jetzt, weiß ich nicht, wie viel, 20, 30, 50 Jahre jetzt das Recht darauf haben. Das können sie natürlich fordern und aus wirtschaftlicher Sicht ist natürlich immer das Thema oder das Argument der Planungssicherheit. Aber letztendlich muss das natürlich dann auch in der Verantwortung dann der kommunalen Aufsichtsbehörden liegen, dann diese Genehmigung zu erteilen. Frau Evers, jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt eine längere Trockenheitsperiode, wahrscheinlich im Sommer in Deutschland. Wäre es dann denkbar, dass Industriebetriebe, die wasserintensiv ihre Produktion gestalten müssen, dass die dann ihre Produktion herunterfahren oder ganz einstellen müssen? Grundsätzlich haben wir bis jetzt noch nicht diese Problematik gehabt, wobei wir hatten ja diese Niedrigwasserperioden und auch gesehen, dass da bestimmte Effekte auch sind bei den Zulieferern und beim Transport. Aber die Beispiele, die wir haben, zum Beispiel in Frankreich, wo dann auch die AKWs, die ja mit Flusswasser gekühlt werden, runtergefahren werden müssen oder gedrosselt werden muss, die Produktion gedrosselt werden muss, macht deutlich, dass sowas auch bei uns passieren könnte. Also in langen Dürrephasen, vor allen Dingen im Sommer, da hat man kann es dazu kommen, dass auch eine Verknappung dann auch passiert. Und wir haben jetzt ja keine AKWs mehr oder wir haben jetzt zwar noch, aber letztendlich haben wir auch noch andere Prozesse, wo dann auch diese Kühlung sehr wichtig ist und andere wirtschaftliche oder Produktionsprozesse. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann bei so einer in so einer Dürreperiode auch dann zu dieser Verknappung kommt und dementsprechend dann auch gehandelt werden muss. Das heißt, dass dann auch Produktionsbereiche runtergefahren werden müssen, damit dann tatsächlich auch die Versorgung mit dem Trinkwasser in der Bevölkerung dann auch gewährleistet ist. Aber für uns Privatverbraucher bleibt es dann trotzdem, wir sind fein raus, wir sind aus dem Schneider, auch wenn es mal ein trockener Sommer wird. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Das liegt an den örtlichen Behörden und den Entscheidungsträgern, wie dann tatsächlich das Wasser verteilt wird. Ich gehe davon aus, dass es dann auch dementsprechend so entschieden wird. Wasser ist ein öffentliches Gut
Und das kostet für die meisten, also es kostet einfach nicht so viel. Die meisten Leute können das einfach ganz easy bezahlen und viel davon verbrauchen. Aber so öffentlich ist es ja dann doch nicht in Deutschland. Es wurden auch schon Wasserwerke privatisiert, etwa die Berliner Wasserwerke zu 49% an RWE und Veolia. Dann Mülheim an der Ruhr, Bottrop, Gladbeck haben ihr gemeinsames Wasserwerk sogar zu 80% an RWE verkauft. Welche Gründe hatte diese Privatisierung und welche Folgen zieht das nach sich? Es gab ja auch eine Phase tatsächlich in den 80er, 90er Jahren, wo halt die Privatisierung stark vorangetrieben wurde, weil die Meinung wohl war, dass es wirtschaftlicher ist. Aber wir haben dann auch gesehen, dass in vielen Kommunen, beispielsweise Berlin oder London, auch dann die Wasserrechte wieder zurückgenommen wurden, also die Privatisierung abgewickelt wurde, weil deutlich wurde, es hat sich nicht verbessert. Also die Trinkwasserversorgung hat sich nicht verbessert. Tatsächlich sind die Preise oftmals gestiegen. Und das ist weltweit ein Phänomen, was wir sehen. Die Hoffnung besteht, dass dann die privaten Firmen die Wasserbereitstellung besser bewerkstelligen können, also tatsächlich dann auch die Infrastruktur bauen. Und das ist aber letztendlich, ich weiß nicht, ob es nie der Fall ist, aber halt nicht immer der Fall. Und oftmals tatsächlich dann die Preise dann gestiegen sind, was dann auch nicht nur Konflikte mit sich gebracht hat, sondern natürlich auch die gesellschaftliche Teilhabe, die soziale Gerechtigkeit natürlich sehr stark beeinträchtigt, weil dementsprechend oftmals das Wasser auch teurer wurde, beziehungsweise wenn auf der anderen Seite, wenn der Zugang nicht gewährleistet ist zu einem Trinkwassernetz, müssen Alternativen genutzt werden. Und das ist über Wassertanks beispielsweise. Und das ist oftmals noch teurer als jetzt aus dem Hahn. Aber manche oder viele Menschen haben ja keinen Zugang zu diesem Wasser aus dem Wasserhahn, was für uns halt selbstverständlich ist. Haben Sie da ein internationales Beispiel vielleicht? 2 Milliarden Menschen auf der Erde haben keinen Zugang zu sicherem Wasser. Also ich glaube, das ist ein gutes internationales Beispiel. Und das betrifft vor allen Dingen die ländlichen Regionen in Asien, in Afrika, in Südamerika, aber auch teilweise in Osteuropa, so dass damit auch ökonomische, aber vor allen Dingen auch gesundheitliche Probleme auch mit einhergehen. Das heißt, hier in Europa sind wir eigentlich noch ganz gut dran. Bis 2014 wollte trotzdem die EU-Kommission auch noch nichts von einem europäischen Recht auf sauberes Trinkwasser wissen. Dafür, so sagte man damals, seien allein die EU-Staaten zuständig. Dann wurde eine neue Trinkwasserrichtlinie versprochen. Was hat sich seitdem da getan im Rechtsrahmen? In dem Rechtsrahmen der EU gibt es eine Rahmenrichtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie, die ganz zentral ist für die ökologischen Ziele der Gewässer und auch, also Oberflächenwasser, aber auch Grundwasser. Und diese Richtlinie ist ein ziemlich starkes Instrument. Das heißt, wenn die Mitgliedstaaten, beispielsweise Deutschland, nicht diese Ziele erreichen, die dort vorgegeben sind, kann dagegen geklagt werden und Deutschland als Mitgliedstaat muss dann sehr, sehr hohe Strafen zahlen. Und wir haben hier bei der Trinkwasser, also zum Beispiel im Kontext der Trinkwasserbereitstellung, müssen ganz deutlich das Grundwasser herausheben oder das Grundwasser hat da eine wesentliche Rolle. In Deutschland beispielsweise 60% aller Haushalte werden über Grundwasser beliefert und genau versorgt. Und das Grundwasser hat dementsprechend diese Bedeutung, was die Quantität angeht, aber, und damit komme ich wieder auf diese Wasserrahmenrichtlinie auf der EU-Ebene, auch was die Qualität angeht, sowohl was die Trinkwasserrichtlinie angeht, aber halt dann auch
aus ökologischer Perspektive. Und in Deutschland haben wir über 60% der Grundwasserkörper in einem schlechten qualitativen Zustand. Das heißt, wir haben zu viel Nitrat und Pestizide im Grundwasser, was natürlich die sichere Versorgung auch schwieriger macht. Also wir müssen bestimmte Standards einhalten bei der Trinkwasserversorgung. Und wenn ich diese Qualität nicht habe, muss ich natürlich dafür sorgen, das Wasser aus anderen Quellen zu bekommen oder tiefer bohren. Und die Qualität verursacht also auch eine weitere Minimierung der Quantität, also des Zugangs dann auch zu Trinkwasser. Also das hat hier sehr, sehr wichtige Rückkopplungseffekte. Wir haben hier damit auch eine Verringerung der Grundwasserbereitstellung. Ja, in welchen Gegenden sehen Sie denn da in Deutschland in Zukunft die größten Probleme bei der Trinkwasserversorgung? Wir haben, was ich eben ansprach, was die Grundwasserqualität angeht, vor allen Dingen in Bereichen, wo halt sehr große Tierbestände sind durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung. Das ist im Nordwesten des Landes, aber auch in vielen anderen Bereichen, also fast bundesweit, aber es gibt da so Hotspots. Da gibt es halt Probleme, was die Grundwasserversorgung angeht. Und letztendlich, was die allgemeine Quantität angeht, ist der Nordosten Deutschland besonders betroffen, weil hier sowieso schon relativ geringe Niederschläge fallen. Also wir kennen das in bestimmten Bereichen, also im Bergischen Land oder ich habe mal im Wuppertal gewohnt, da gibt es natürlich sehr, sehr hohe Niederschläge, oder im Voralpenland und in Nordosten Deutschlands haben wir sowieso schon geringe Niederschläge und die Trends sehen ganz, ganz deutlich gehen ganz deutlich in die Richtung, dass die Niederschläge auch hier zurückgehen. Und insgesamt über das Jahr, aber halt dann auch in den Sommermonaten. Ja, ich habe davon gehört, dass eben hier gleich um die Ecke in Erkner, da macht der Wasserversorger halt Regulierungen für die Bürger schon. 105 Liter pro Kopf und Tag darf man dort verbrauchen. Für Neukunden gilt das erstmal. In 2025 soll es dann für alle Kunden dieses Wasserversorgers gelten. Sind das so Szenarien, die in Zukunft für Deutschland insgesamt gelten könnten, dass wir da so eine Deckelung bekommen, so, was den Wasserverbrauch angeht? Mit solchen Deckelungen müssen wir rechnen, aber nur regional. Und also es gibt halt Bereiche und Regionen, die wasserarm sind und dann auch noch eine stärkere Wassernutzung haben, beispielsweise jetzt für die industrielle Nutzung in Brandenburg. Und andere Bereiche, wie gesagt, im Bergischen Land oder Voralpenland, da haben wir nicht diesen Wassermangel. Und auch sehe ich jetzt auch keine Trends, dass dort mehr Wasser, stärkerer Wassermangel entstehen wird. Aber in bestimmten Regionen tatsächlich. Und also ich glaube, auf dieses Szenario müssen wir uns vorbereiten. Und so eine Deckelung ist tatsächlich dann auch eine Option. Wir sind aktuell ja bei einer Nutzung bundesweit ungefähr 125 Liter pro Kopf pro Tag, die wir halt verwenden, die wir nutzen. Und damit sind ja alle Bereiche abgedeckt von dem, was wir trinken, duschen, aber vor allen Dingen auch die Toilettenspülung und so weiter. Und hier sehe ich auch noch Einsparmöglichkeiten. Auch bei der privaten welche denn? Nutzung. Wo, also was ist denn überhaupt der Trinkwasserverbrauch, der eigentliche, den wir als Mensch nutzen? Also jetzt nicht nur irgendwie in Form von Mineralwasser, sondern auch so irgendwelche Erfrischungsgetränke, die wir uns dann machen oder im weitesten Sinne, die man im weitesten Sinne zur Lebensmittelherstellung im Haushalt benutzt, jeden Tag. Also die eigentliche Trinkwassernutzung sind ja ungefähr 3-4 Liter. Und der Rest geht in die Waschmaschine, in die Dusche und in die Toilettenspülung und so weiter. Und da habe ich natürlich Möglichkeiten, da vielleicht auch noch dieses Wasser also weniger zu verwenden bzw. aufzufangen. Dieses sogenannte Grauwasser kann ja dann auch in den Zyklus wieder eingebracht werden, mehrfach genutzt werden.
Und da gibt es technische Lösungen, die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren, nur sind die noch kaum in der Umsetzung. Ja, welche denn? Ja, dieses Wasserrecycling in den Haushalten oder auch Regenwasser aufzufangen, das zu nutzen, das sind so Beispiele. Wie gesagt, die Technik ist da vorhanden, die Umsetzung ist ja noch nicht so in die Breite gegangen. Ja, im Privatverbrauch haben Sie gesagt 125 Liter pro Kopf und Tag. Auf wie viel Liter könnte ich es denn dann so senken? Auf die Hälfte oder noch weniger? Das kann ich nicht pauschal sagen. Also das müssen Sie selber auch nochmal in Ihrem Haushalt sich anschauen. Hälfte ist natürlich ambitioniert. Aber ich würde sagen, wenn man erstmal so mit 20, 30 Litern anfängt und dann mal schaut, welche Effekte ich da überhaupt mit habe. Interessanter Aspekt dabei ist ja auch, vor allen Dingen, wenn es um Warmwasser geht, dass ich gleichzeitig auch Energie spare, wenn ich weniger Wasser verwende. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Synergie. Jetzt ist ja die Einsparpotenziale auf privater Seite sind ja das eine. Auf der anderen Seite strengt sich auch der Staat an, Wasser in Zukunft zu sparen und auf der anderen Seite natürlich auch mehr Wasser zu speichern. Mit welchen Methoden macht der Staat das und was hat er sich da vorgenommen? Sie sprechen vom Staat. Also es gibt Konzepte, die vor allen Dingen im urbanen Bereich mehr und mehr genutzt werden. Das heißt, die wassersensible Stadtentwicklung oder auch sogenannte Schwammstadt. Das bedeutet, dass wir viel stärker wieder dazu kommen, Wasser in der Stadt zu speichern, über Grünflächen, über Dachbegrünung und so weiter und so fort. Dazu ist es natürlich auch wichtig, den Anteil der Versiegelung zurückzufahren. Wenn man sich mal überlegt, wir haben im Moment immer noch 50 Hektar pro Tag, die umgewandelt werden von hauptsächlich landwirtschaftlicher Fläche in Siedlungen, in Parkplätze und so weiter, Straßen. Und Großteil dieser 50 Hektar sind dann auch Versiegelungen. Das ist natürlich kontraproduktiv für die Grundwasserneubildung. Also es gibt das Ziel, auf 30 Hektar pro Tag runterzukommen in der Nachhaltigkeitsstrategie, dieses Ziel stärker zu befördern, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Wasser halt in der Landschaft, Wasser auch in der urbanen Landschaft zu halten, das ist so ein wichtiger Punkt. Damit habe ich auch ganz viele andere synergetische Effekte, sei es jetzt Kühlungswirkung, Biodiversität und so weiter und so fort. Und Abmilderung von Hochwasserrisiko. Also über mehr Grün in der Stadt habe ich sehr, sehr viele Effekte, die positiv wirken. Und das bedeutet halt, mehr Wasser zur Verfügung und weniger Hochwasserrisiko und auch gesundheitsbildende Aspekte. Sie sprachen über die Schwammstadt und das Wachsen der Wasserspeicherreserven dann von diesem Areal, von der Stadt. Würde das dort gespeicherte und aufgefangene Wasser, könnte man das direkt in Trinkwasser umwandeln oder sind das indirekte Effekte? Das heißt, das geht dann erstmal ins Grundwasser und darüber würde man halt quasi die Wasserressourcen wiederum vergrößern auf lange Sicht. Genau, wenn ich das erstmal wieder in die Landschaft einspeise, übrigens auch über Retentionsräume, also Auen und so weiter, also das sind auch ganz, ganz wichtige Bereiche, geht es erstmal ins Grundwasser und wird damit dann über die Bodenpassage gefiltert und dann indirekt dann wieder nutzbar gemacht. Aber ich kann es natürlich auch auffangen und dann nicht direkt als Trinkwasser verwenden, sondern muss es aufbereitet werden. Aber das wäre natürlich auch möglich. Aber dafür brauche ich dann halt Reservoire, die ich einrichten muss, bauen muss. Aber theoretisch ist das natürlich auch möglich. Kostet natürlich auch ein bisschen was. Über das Wasser, eines unserer kostbarsten Güter, habe ich gesprochen mit Marielle Evers, Professorin an der Uni Bonn. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und Erklärungen. Sehr gerne.